why save us? I will not abide the needless death of my own people. Und damit willkommen wieder zurück. Die Mission haben wir geschafft und an sich, ja, ist zeitlich ein bisschen eng bemessen, aber es ging ganz gut. Ich fand sie gut machbar. War mal was anderes, mal Green Units in Aktion zu sehen, die wirklich was drauf haben. Aber gleichzeitig dürfen sie auch nicht zu viel abräumen. Irgendwie ganz witzig. Netter kleiner Twist zumindest. Das macht sie aber irgendwie auch ertragbarer trotz allem, aber es kommt drauf an. Sagen sie sich nicht durchquitten was, aber egal. Jedenfalls, der Dew hat seine Leute irgendwie beschützt, sehen wir mal. Ich meine, auch hier gibt's sicherlich einen Zwiespalt. Jede Judah verzeihen können. Ja, mal gucken. You must know that as long as there is breath in me, I will fight. Then fight and be defeated. But so long as you pose no threat to His Highness, I will not end your life. Idealistic fool. We will not relent. Not until we've taken back the homeland you monster stole from us. I share the same sentiment. You, who sold his soul to Fargus. His Highness has promised the people of Dusker a home. His will be a kingdom that is proud to harbor the blood of both Fargus and Dusker. That's impossible. Don't be naive. Believe what you will. But Fargus will change under his reign. That is my firm belief. Regt ihn zum Nachdenken an. The Kingdom Army has retreated to the fortress. There should be no further danger. Prince of Fargus! You monster! Can you still run? Then I suggest you do so now. Your people are waiting for you on the other side. Remain hidden from the Kingdom Army. Ja, ist gut, dass Dimitri ja persönlich nochmal auftaucht. May our paths cross again. I certainly hope not. But remember this one thing. The people of Dusker never forget their grudges. Nor do they fail to honor favors. Thank you, Your Highness, for accommodating my selfish request. Think nothing of it. This was something I wished for as well. Es war ja überhaupt mal gut, dass er eine persönliche Bitte hatte. Denke ich. Ich denke, sonst ist Dew wahrscheinlich sowieso zu scheu, sowas zu äußern. Und Dimitri möchte ihn ja sowieso als Freund sehen oder sieht ihn als Freund und möchte, dass das auf gegenseitiger Basis auch so passiert, ne? If you must give thanks, direct it at the church for allowing us to join the battle and to our professor for leading the charge. It's about time we headed back. The professor and the others are waiting. I am right behind you. Da freut er sich erstmal, Leute. Der gute Dew. Auch eine coole Mission an sich. Also ich fand sie wirklich nicht schlecht gemacht und letztendlich haben wir auch hier mal wieder ganz deutlich den Rassismus innerhalb von Fergus gesehen. Da wurde hier nochmal richtig dargestellt natürlich. Wir mussten schneller sein, sie mussten sich zurückziehen etc. Aber Dimitri wird das schon regeln irgendwann in der Zukunft. Er ist auf jeden Fall jemand, der sein Wort hält, dem man da vertrauen kann. Und hier passieren ein paar Dinge. Alright, Leute. Dann übernehme ich jetzt erstmal wieder das Ruder offscreen. Und wir sehen uns eventuell gegen Monatsende. Mal gucken. Vielleicht passieren noch ein paar Sachen. Es könnte sein, dass ich noch jemanden rekrutiere. Sehen wir mal, weil ich werde jetzt sicherlich nochmal die Zeit mit Erkunden nutzen. Das erscheint mir recht sinnvoll zu sein. Abwarten, Leute. Und wieder zurück. So, wir haben immer noch ein paar Supports offen. Das war natürlich wieder klar. Heißt, die werden wir machen. Wir haben allerdings auch noch Examen, Leute. Und dort gibt es auch noch ein bisschen was zu tun. Ihr solltet auf jeden Fall mal gucken, dass wir einen Schützen mitnehmen. So oder so will ich noch ein bisschen Bogenerfahrung sammeln, dass wir das mit den Assassinen später leicht hinbekommen. Und natürlich Hit plus 20. Ein nicht zu unterschätzender Skill, gerade hier, wo wir keine weiteren Werte haben. Denke ich mal, dass das einiges konsistenter macht. Wir hatten schon oftmals jetzt Ärger mit Hitrates. Das wird nicht weniger werden. Und da hat das auch geschafft, sehr schön. Das Diebestalent brauche ich natürlich nicht, das ist Quatsch. Weil ganz davon abgesehen, dass es immer so viele Thronschlüssel im Spiel gibt. Irgendwie dezent amüsant, dass das eigentlich nie so wirklich ganz notwendig ist.
Okay, hier kriegen wir einiges raus. Es ist sehr empfehlenswert, das zu tun. Wir haben jetzt den Kämpfer frisch gemeistert, das heißt, er hat seine Stärke plus 2. Das alles hilft Sylvain mal wieder gewaltig und dann ist natürlich klar, aber jetzt geht's wieder voll auf Lanze, damit wir möglichst schnell unser tolles Talent bekommen und dann kann Sylvain auch weiterhin abgehen. Das wird er auch. T-Stunde habe ich übrigens natürlich noch Schadenpunkte mitgenommen für Catherine und für mich. Muss immer noch mal extra erwähnt werden natürlich. Boah, das kann sich sehen lassen. No big deal, really. Und zwar nur kleine Steigerung insgesamt, aber sobald dann auch mal voll ins Schwarze dabei ist, dann ist Sylvain gut gerüstet. Ingrid kann einige Setboosts mitnehmen. Ich glaube, es ist aktuell am sinnvollsten. Cyril hat nämlich Kämpfer eh noch nicht ausgemaxt. Und insofern nehmen wir mal Dieb mit. Und ja, ihr seht schon, das sind immense Boni. Da brauche ich noch nicht mal umzuswitchen auf die nächste Seite. Das wird ein Fest, Leute. Dann wird die um einiges nützlicher wieder. Und wenn sie mal nicht angreifen kann, kann sie immer noch Magie sammeln. Ja, vor allem der 5er Boost bei Behendigkeit, das ist schon echt gerne gesehen. Und die Zusatzgeschwindigkeit ist auch sehr willkommen. Klar will ich später noch Pegasus-Ritter mitnehmen, aber fürs Erste sind wir hier soweit vorbereitet. Nun Unterstützungsgespräche. Hier gibt es auch noch ein bisschen was. Ja gut, Dimitri ist beim nächsten Mal egal, bevor ich irgendwelche verpasse. Nehmen wir mal die B-Supports hier mit. Alles klar, Leute. Your Highness? Why are you in my room? Sorry, I need to hide in here. Just for a while. Was? Have you know this is all your fault. Was hat er getan? Hide? From who? It's some a girl from the academy. I'm sorry. It's a what? This is all because of your insistence that I go and ask a girl out. You didn't give her a dagger, did you? Is that why you're hiding? Does she have a dagger, Dimitri? Look, you kept true to your promise to improve your behavior. So I felt it was only right to make good on my side of the bargain, too. You invited a girl to dinner, and now she's chasing you around. What's the big deal? Unless... Did you use one of my pickup lines? Those words are dangerous in the wrong hands. With me, people know a line's a line and I'm joking. But you... Nobody's ever accused you of being funny. I clearly underestimated the difficulty of the task. But what do I do now? Relax, Your Highness. Relax. I'll sort this whole thing out real easy. All we have to do is figure out how to make this girl lose interest in you. And making girls lose interest is what I'm best at. You just wait right there, and I'll fix everything. It was my naivete that brought this about. I cannot place this immense burden on your shoulders. This is no job for an amateur. You need a professional's help. Trying to do everything yourself has never served you so well, so just leave this to the master. Even the dagger incident could have been avoided if you had just talked with me beforehand. There wasn't time for consultation. I only learned she was leaving on the day of her departure. Whatever you say, the point is, you need to learn to rely on me for these types of things in the future. For now, I got this. And if I ever need help with... something you know how to help with, then maybe you can do the same for me. Sylvain. Very well. When that time comes, I promise to help you as best I can. A knight of Fargus never goes back on his word. Isn't that right? You're a good man, Sylvain. I'm sorry to do this to you. Best of luck. Please, Your Highness. I've spent years honing my skills for just this situation. Watch and learn. Meine Güte. Dimitri, wie hat er das denn überhaupt geschafft? Wie auch immer, hinterfragen wir das nicht weiter. Machen wir weiter mit dem Annette Support. Your Highness, I have a little favor to ask of you. Of course. How may I be of assistance? Well, I was hoping you could tell me about my father. I imagine he was a very different man at home than he was at work. Ah, so you wish to hear about the Gustav that I knew. As you know, he was a knight who served the royal family since my grandfather's reign. To me, he was a teacher of martial arts and tactics. He was someone I depended on since I was a small child. But he was also a very stern and strict instructor. That doesn't surprise me. He was much the same at home. He chided us if we made mistakes, whether it was with cooking or even how we spoke. Is that so?
Funny. I suppose in front of his family he felt the need to demonstrate proper etiquette. Wait, are you saying that's not how he was around you? Even all these years later, there's something I recall with perfect clarity. It happened in the autumn of my 11th year. Before the break of dawn, he woke me suddenly, said he'd heard a disturbance and had me grab my bow. Then he set me and a fellow pupil loose on a dark mountain. Our only directive was to go catch a deer. As you well know, autumn in the capital is very cold. Now, imagine being up on the mountain at night with no idea what might jump out from the shadows. That, in a nutshell, is the Gustav I knew. I can hardly imagine that. He was completely different with me. I recall one other defining detail. He used to speak of you at every possible opportunity. Really? What would he say about me? Are you sure you want to know? There's one story he used to tell from when you were very small. No, stop! It's probably too embarrassing to bear. Is it? Perhaps. Look, I'll promise to forget the stories he told me about you if you return the favor. Deal? Yes, that seems the only thing to do. It's a promise. Nett. Sehr netter Support, aber Moment mal, euer Altersunterschied ist doch gar nicht so gigantisch, oder? Ich meine, jetzt gucken wir mal nach nochmal. Jetzt bin ich doch neugierig geworden. Ach Quatsch, es steht doch eh immer oben. 17. 17, okay. Ja, gefühlt klang das irgendwie so, als wäre der größer. Aber wie auch immer. Ja gut, auf der anderen Seite, der Gustav hat Dimitri ja natürlich näher als Ritter so. Auch wenn das dezent traurig ist, wenn man es wieder in Relation setzt, aber es ist halt so. Aber gut, wie auch immer. Mercy und Cyril, wirklich? Ja, okay, von mir aus. What's this? Well, if it isn't Cyril. How did he manage to fall asleep here? The warmth must have put him right down. He looks so cute when he's napping. I'll just keep reading. No need to disturb him. Good morning, Cyril. Did you sleep well? What? Where? It's Mercedes. I hope you'll commit my name to memory. Oh, sorry. I know it, but it's hard to say. You're from Elmira, aren't you? I hope you haven't been uncomfortable here at the Academy. Ah, it's great. I eat every day. Were you not eating before you came here? Every couple days, maybe. It was rough. Oh, I'm so sorry to hear that. Are you hungry? You should eat up, to make up for all the meals you missed in the past. Okay. Thank you, Just call me Mercy. That's what my friends call me. Mercy. Hey! Thanks, Mercy. Well, I had a good sleep, but there's work to do now. See ya. It doesn't seem like he has very many friends here. It's troubling, but I probably shouldn't pry. Tja, entweder kann Cyril nicht mit Namen oder er wollte einfach keinen Firmennamen unterbringen, keine Schleichwerbung machen. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein, aber egal. Jo, wir haben natürlich noch den mit Shamir. Ich muss mal gucken, ob das offensiv war. Das wäre nämlich sehr praktisch. Bei Catherine und Shamir bin ich mir ganz sicher. Muss so sein. Und insofern machen wir direkt hier weiter. Hey Shamir, how do you think I'm doing with my boat lately? Think I'm getting pretty good? I hit closer to the bullseye today, and that felt real good. You were fine. Fine? That might be the nicest thing you've ever said to me, Shamir. You take too many direct shots, though. But it's easier if you shoot straight. Of course it is. But if you can hit your enemy with a straight shot, you're too close. Tell me, Cyril, what's an archer's greatest weakness? When we get too close to the enemy and we can't shoot the way we're supposed to? Exactly. As an archer, your position is critical.
Know exactly how far the enemy is and keep a minimum safe distance. Understood? You mean to stay away from the enemies, but not too far away or my arrows can't hit them. So you understand why you can't rely on straight shots. You have to use curved shots as well. Never run up to your target. Hit them from a safe range. Shoot them from a safe range with curved shots. Archers should always control the battlefield. Okay, yeah, I get that. I'm gonna go practice some of those curved shots right now. You're not a bad student. If nothing else, you have the right attitude. You think so? Keep it up. I will. Auch ganz nett, so ein typischer Meister-Schüler-Support eben. Bogenschützen sollen das Schlachtfeld kontrollieren. Nun, wenn es um Flugeinheiten geht, stimme ich da voll und ganz zu. Ansonsten sind es gerne mal Chipper oder sie hauen ihre Crits raus, dann können sie das natürlich auch. Aber das mal auf Glück angewiesen. Ach ja, richtig, lass mal kurz sehen. War das jetzt offensiv? Nee, da war nicht offensiv. Schade eigentlich, aber gut, eurer müsste auf jeden Fall offensiv sein. And he said, I don't even have a horse. Pretty funny story, huh? What is it, Shamir? You're not laughing. Didn't you think it was funny? Sure. So then laugh. You could stand to be a little friendlier, you know. Do I need to be? What do you mean, need to be? Friendship isn't about obligation. You could try being a bit warmer. Like when I first met you, I took the time to introduce myself and make friendly conversation, and you just said, hi, I'm Shamir. I remember thinking that you wouldn't be easy to get along with. Now that's funny. I remember thinking you were just another knight who loved the sound of her own voice. You know, the type who's all talk but useless in battle. Well, that's a bit harsh. Did you really think that? Yes. But you changed your mind when you saw me in action. I did. You're surprisingly strong. Well, even though you had zero charm, you did a nice job of supporting me. Now I know that you'll always have my back. In fact, maybe I should take it easy and let you handle all the fighting. It sounds like I'm going to be doing a lot more work around here. We make a pretty good team. At any rate, we're bound together, so we better try to get along. Don't you think, partner? If that's how you see it, I can't disagree. Jawohl. Sehr schön, aber gut, ja, dass die vom Wesen sehr unterschiedlich sind, das merkt man natürlich immer und immer wieder. Grundverschieden, aber sie verstehen sich gut, das ist doch mal was. Ja, offensiv ist natürlich Hammer, vor allem, weil wir sowieso schon zwei sehr starke Einheiten hier haben. Und beide profitieren da sehr gut. Zum einen mal Pfeilsturm natürlich, wenn ich da einen Offensivsupport habe, sehr praktisch, wenn ich den aktiv nutzen kann. Wird eher seltener der Fall sein, dass Catherine den Offensivsupport über Shamir ausnutzt, weil sie natürlich als Scharfschütze ein größeres Feld abdeckt. Das kann öfter mal passieren. Und gerade mit ihrem netten Donnerbrand ist das natürlich fantastisch. Ziemlich legendär, die ganze Geschichte. Jo, ansonsten habe ich natürlich noch vor, in Zukunft auch mal Dimitri Richtung Schütze reinwechseln zu lassen. Einfach um auch hier mit Hits plus 20 sicherer zu sein in diesem Run. Denn wie gesagt, ich will mich nicht zu sehr den schlechten Hitrates aussetzen. Das könnte irgendwann gravierende Folgen haben. Das wird sehr unlustig, denke ich. Ja, Sylvain ist wirklich wunderbar dabei. Bei Ingrid müssen wir mal gucken, wie gut sie einsetzbar ist. Aber wie gesagt, ich bin zuversichtlich, dass man zumindest notfalls sie auch noch als Sammlerin nutzen kann. Auch wenn das etwas speziell dann ist, aber es kommt ganz drauf an. Zum ultimativen Ausweichtalent wird sie bei dem Run ganz bestimmt nicht werden. Wobei man sicherlich einiges rausholen kann und das durchaus zumindest mit Terrell zusammen mal ausprobieren kann. Einige Leute werden Assassine wahrscheinlich tatsächlich werden, einfach weil ich eben Schatten als sehr praktisch erachte. So kann ich meine Offensive eben nutzen, kann trotzdem einen Tank reinstellen, Tank wird angegriffen, passt, ne? Und das ist gerade mit der Dune natürlich sehr gut möglich. Ich glaube, mit der Strategie kann man einige Maps sehr interessant spielen. Ich bin mal gespannt, was wir rausholen dann tatsächlich. Aber bisher läuft es ja eigentlich ganz gut. Bisher bewährt sich das alles, wie es aufgeteilt wird. Mal gucken, ob die Planung weiterhin erfolgreich sein wird oder ob wir irgendwelche absoluten Krisenmaps noch haben, wo man dann auch wirklich mal neu starten muss. Wird super spannend. Aber Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ich werde wahrscheinlich zweimal erkunden. Das ist ziemlich sicher, dass ich
auch noch den nächsten Dozentenrang gleich erreiche. Man könnte den sogar schon davor erreichen, relativ knapp, also B würde auch im letzten Monat noch gehen. Das dann aber nur, wenn ich wirklich richtig, also keine Schlachten mehr gemacht hätte oder halt wirklich nur die letzte dann vielleicht mitgenommen hätte mit den beiden Quests, halt wirklich nur Erkunden gemacht hätte und halt endgültig maximiert hätte beim Fischen. Aber ich kann euch sagen, 4 Platinfische für die 160, das sind 5%, wenn ihr einen Zweierstufenköder habt, nochmal 20%, dass ihr überhaupt in der richtigen Loot-Tabelle landet. Und das Ganze müsst ihr 4-mal schaffen. Also, wenn ihr das ausrechnet, ist es nicht schön. Das kommt schon fast, es ist nicht ganz so krass, aber es kommt so ein bisschen Shiny-Hunten gleich in Pokémon, glaube ich. Und wenn man so krass optimiert, da wird es dann wirklich unspaßig. Das wird dann zu viel des Guten, aber egal. Wir sehen uns gleich wieder. Déjà-vu, Leute. Lucy ist wieder mit dabei. Das ist doch mal super. Ab geht die Post. Can I help you? I bet you've come to invite me to your class. What with my stupendous grades and all, I would actually enjoy being in your class. Quite a lot. Selbstverständlich, Leute. This was a successful interaction, I must say. Please provide me with all the most challenging assignments. I want to be well equipped for the future. Jawohl. Und das Krasse, das wird noch nicht alles gewesen sein, Leute. Das wird noch nicht alles gewesen sein. We can handle it. Sure. Nice to have help. Denn ich habe da schon einiges durchgeplant. Sehen wir mal. Auch das ist wunderbar. As long as it makes me stronger. Alright. Looks like I'm getting it. Auch nicht schlecht. Passt. Ja, auch hier soll sich hier und da noch ein bisschen was tun. Ah ja, und Lucy frisch dabei. Leider noch 10 Niveau Vernunft. Gut, das kann sich bald ändern. Ich hätte das mit Lorenz tauschen sollen eigentlich. Das wäre besser gewesen. Wenn ihr Training ist ein bisschen wichtiger, aber man darf nie vergessen, dass Lucy sowieso Genie hat und doppelt so schnell nachzieht. Von daher ist das eigentlich nie eine große Sache. Das ist so das andere. Alles klar, ich werde nochmal erkunden. Und voraussichtlich haben wir tatsächlich noch Recruitments. Sehen wir mal. Bis gleich. Und wieder weiter. Nach Lucys Rekrutierung, wie versprochen, kommen noch Rekrutierungen. Hab's allerdings nicht mal ganz geschafft, jetzt das auf B zu bringen, da mir ein paar Punkte gefehlt haben. Schlichtweg, weil ich Rüstungstalent trainiert habe. Ihr habt mir ja gesagt, dass Ferdinand und Lucy anscheinend eine gemeinsame Mission haben. Und da wir die auch bisher nie hatten, denke ich mal, es wäre angebracht, dass wir die auch noch mitnehmen. Warum auch immer wir die bisher nicht hatten. Wir hatten doch das letzte Mal auch Ferdinand und Lucy. Vielleicht war das alles zu spät. Ha. Egal, wie auch immer. Jedenfalls, du müsstest jetzt rekrutiert werden können. Oh, Professor. Here to recruit me, I presume? You have perceived my excellence. Good. But you are not the only person trying to recruit me. I would be happy to join your class, if you are offering. Na, so etwas. Sehr gut. Ausgezeichnet. I thought you would say that. I look forward to learning under you. You will soon see how superior I am to Edelgard. Alright, Leute. Er ist ja auf C+ bei uns. Und Rüstung ist auf D+. Das ist dann seine runtergesetzte Bedingung. So kann man Ferdinand problemlos auch frühzeitig rekrutieren. Die meisten meinen ja, es ging ja dann erst mit Kapitel 11. Anscheinend hat er einen Support-Log für B. Aber das braucht man nicht zu berücksichtigen, da es ja C+ gibt. Ich habe euch das ja schon mal gezeigt. Könnt ihr hier immer noch nachschlagen. Achso, jetzt kann ich es nicht mehr machen, aber da könnt ihr, wenn ihr X drückt, dann könnt ihr das einsehen, dass ihr auch C+-Ränge habt, nur um es hier nochmal zu erwähnen, falls ihr jemanden mitbekommen hat. Raphael hat dieselbe Bedingung übrigens insofern. Good to see you, Professor. Rare for you to come talk to me. I'd love it if you could teach me more about training and stuff like that. I know that ain't easy with me stuck in a different class and all. Why don't you put me in your class? Alright, natürlich. Really? I was only kidding around. But if you're offering, I won't say no. You better not go easy on me. You gotta toughen me up if I'm gonna become a proper knight. Das wird sowieso ein witziger Run. Ich meine, die Sache ist, wenn du Charaktere rekrutierst, bringt das halt einige Vorteile. Nicht nur, dass die hier Zeugs teilweise schon dabei haben. Wir gucken mal kurz nach. Moment. Ferdi bringt mir jetzt nur einen Geldbeutel. Das ist jetzt nicht so außergewöhnlich. Er bringt mir sogar eine Felsenklette zum Beispiel. Das ist wiederum sehr nützlich. Ne? Also alleine für den Stat-Booster nehme ich Raphael dann gerne mit. Ne? Der wird jetzt nicht vielleicht unbedingt krass viel gespielt, wobei er zumindest Stärke sammeln. Vielleicht gibt es die ein oder andere Karte, wo man das in die Strategie einbauen kann. Das sicherlich. Aber klar, ne? Das hat alles seine Vorteile. Und man hat natürlich irgendwo auch schwächere Gegner, die man bekämpft später. Es ist natürlich weniger persönlich. Ja,
Aber hier greift dann wirklich einfach der 0%. Dann muss man dann wirklich an der Stelle sagen, das ist dann halt so. Da muss ich schon optimieren, einfach bis zum geht nicht mehr. Aber es ist immer ganz gut, wenn ihr zumindest jetzt zum Beispiel gesehen habt, dass man Förderin frühzeitig problemlos bekommen kann zum Beispiel. Ne? Dass es überhaupt kein Thema ist. Sowas ist nicht schlecht, wenn man es einfach mal im LP mit dabei hat zum Beispiel. Bin ich ganz zufrieden mit sowas. Ja, wie gesagt. Und das andere sind ja noch die Geburtstage. Das darf man auch nicht vergessen. Die haben ja Geburtstage. Ne? Wenn die nach dem Timeskip noch dabei sind bei euch, dann habt ihr jedes Mal die Möglichkeit, einen Charmpunkt für beide zu sammeln. Also für euch und für den Charakter, ne? Mit der T-Stunde, die quasi immer dann in einem Monat dazukommt. Das darf man nicht unterschätzen. Ich meine, man sammelt also auf jeden Fall mehr Charme, wenn man viele Leute rekrutiert zum Beispiel. Das sind ganz viele kleine Effekte. Wenn man eigentlich alles zusammenzählt, ist die Wirkung gar nicht mehr so gering. Ne? Es mögen erst kleine Sachen sein. Ne? Ich meine, Felsenkletter gibt es auch nur Stärke plus 1, aber trotzdem insgesamt. Es summiert sich alles und ja, man wird das schon merken, das auf jeden Fall. So, wir sehen uns gleich wieder. Noch ein kleiner Cut. Muss noch ein paar Dinge erledigen. Dann geht's aber gleich weiter. Eine Sache, ein Problem. Ich habe überhaupt keine Stat-Booster in dem Monat leider übers Gewächshaus bekommen, aber das ist wie gesagt komplette RNG, da kann ich nichts machen. Ich könnte nur, wenn ich unzufrieden wäre, den kompletten Monat wiederholen und ganz ehrlich, Leute, das ist mir dann doch etwas zu viel. An dem Punkt wird's dann noch etwas krank. Und wenn ich es nicht ganz so krass durchoptimiere, ist auch die Chance besser, dass ihr das alles komplett genauso nachspielen könnt, wenn ihr Bock drauf habt oder so zum Beispiel. Weil 0%-Strategien könnt ihr auf eure Runs immer problemlos anwenden, da gibt es überhaupt keine Probleme, da eure Bedingungen immer besser sein werden als meine, weil ich bin ja quasi im Worst-Case-Szenario. Und das ist ja das Schöne daran, dass ich immer Strategien finden muss, die aber auch universal anwendbar sind. Das ist nämlich das Schöne daran. Insofern hat das Ganze immer einen sehr guten Effekt, was das betrifft, weil man immer alles problemlos genauso nachspielen könnte. Und manche Leute, ja, suchen, glaube ich, mal nach Inspiration zum Beispiel, wenn sie extrem spielen, vielleicht auch noch nicht so lange Fire Emblem spielen oder so zum Beispiel. Dann kann sowas durchaus auch mal spannend sein, dass man sich einfach Universalstrategien anguckt zum Beispiel, die man immer anwenden kann, unabhängig von euren Stats jetzt, ne? Wie ihr mit Level-Ups was dazu bekommen habt, finde ich ganz gut. Aber ist nur am Rande. Wir sehen uns, wie gesagt, gleich wieder. Monatsende erreicht. Haben wir da nicht noch jemanden vergessen? Ach so, wir sollten nach Flayne suchen? Naja, da kann schon mal ein Monat vergehen, oder? Ja komm, was ist schon dabei? Was soll schon in der Zeit passieren? Oh Mann, ey. Ich finde diesen Teil des Spiels immer noch sehr amüsant. Nun ist noch Daddy und Shamir dran, bevor wir uns dann endlich der Mission hier... Ja, uns da reinstürzen, meine Güte. Shamir. It's... you. What is it? I have a message from His Highness. He will meet you in front of the library tomorrow evening. Evening, library, front. Got it. Oh, one more thing. Ne, was? Was war das denn? A bug landed on your shoulder. Sorry if I startled you. Okay. Anything else? No. Wow, das ist ein Meister. Good. Im sich kurz fassen, beide. You get to the point. It makes you easy to deal with. Likewise. No need to say what isn't worth saying, right? Precisely. Few others seem to think so. Agreed. Oh Gott. Das ist sehr merkwürdig. Ja, starrt euch nur tief in die Augen. Farewell. Okay. Alles klar, Leute. Das war seltsam. Aber okay. Wartet mal, ich muss jetzt was nachschlagen. Ihr habt halt echt einen A-Support, okay? Den würde ich mir echt gerne ansehen. Alles klar. Der unterirdische Raum. Ja, alle sind schockiert über das Verschwinden. Und ruhen sich erstmal einen halben Monat aus. Beile lädt wieder alle zum Essen ein. Da wird wieder gut gegessen. Jawohl. Erstmal 5 bis 6 Portionen rein damit. Alles klar, Leute. Und noch mehr natürlich. Das muss alles mit rein. Da wird trainiert und was weiß ich. Und gemeinsam gekocht. So ist das. We still don't know where Flayne is. But we can't give up. Not until she's found.
Professor, genau, lass noch mal kurz kochen. Vorher. I just heard a scream in Professor Eurytes' quarters. Das ist doch irgendwie lustig, so am Monatsende. Ah, the combat professor with the mask. He has always been rather suspicious. We must hurry. Vor allem Sotis, der kam mir schon immer verdächtig vor. Alles klar. Sotis, warum hast du nichts gesagt? Manuela hat wieder zu viel getrunken. Verdammt. Professor Manuela. Typisch Manuela. Professor Manuela, please wake up. Professor Manuela. Ist sie verletzt? Ist sie tot? Ist sie besoffen? Hat die Olle schon wieder zu viel reingehauen? Meine Güte. Gibt's doch nicht, ey. Bist du für ein Vorbild? She's still breathing, but she needs medical attention immediately. Look, do you see Professor Manuela's hand? It's like she's pointing at something. I see it, behind that shelf. Could it be a secret passage? What is the meaning of... Wait, is that Manuela? What happened here? We must take her to the infirmary immediately. You, don't just stand there. Help me carry her. Of course. I'll return shortly, Professor. Ach ja. Do you think this is related to Flame's disappearance? What should we do, Professor? Also ich würde die Olle jetzt erstmal therapieren lassen, aber okay. Wir untersuchen den Gang. It looks dark. Dark in there. Oh, you've always been scared of dark places, haven't you, Annie? But don't worry. The professor and I will protect you. There are sounds coming from within. If we're going to investigate, now is the time. We'll be okay, I'm sure of it. Are you ready, Professor? Na klar, immer doch. Ich bin bereit. What is this place? It's so... Bah! I see someone. I think they're unconscious. Das ist immer noch ziemlich cool gemacht, aber trotz allem. Gut, dass sie nochmal so ein Bild einblenden. Yes, I see Flame. But ist es Flame? Ist es Monica? Nein, es ist Superman. Professor, someone's coming from farther in. That's Scythe. Is that the knight who attacked the holy mausoleum? Oh, oder einfach der Todesfürst. You must be. One of us will die. The other will live. I will enjoy this dance of damnation. Genau. Ich denke mal, wir werden das typische Finish machen. Ritter Schreck auf Lanze des Untergangs. Womit wir übrigens wieder dabei wären, warum man sich das Ding lieber gönnt vorab. Weil es eine der sichersten Strategien ist, den Todesritter zu one-shotten. Das andere wäre natürlich dann auch Lizzie mit dunklen Spießen. Aber nicht jeder muss sie zwingend dabei haben. Und so oder so. Mit Sylvain und der Lanze des Untergangs hat man eine physische Lösung. Du kannst in der Tat alle wiederherstellen, weil Battalion Wrath ist gerade nicht in. Dimitri ist weg. Wobei, der Dew hat es inzwischen auch gelernt, aber der würde brauchen. Alles klar. Jo, sehen wir mal, ob das problematisch wird. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass die Mission besonders problematisch wird, aber wir werden sehen. Aber ich bin da eigentlich verdammt optimistisch. Kann ich alleine der Raum schon fast nur von der Dew gekehrt werden? Das ist sogar nur 27 Angriff. Ja, vor allem hat der Dew inzwischen Bataillon, was nochmal eins mehr gibt. Ich habe ihn auf C gebracht eben. Damit hat er jetzt auch Battalion Wrath, aber davon abgesehen, ja, den Raum kann zum Beispiel theoretisch der Dew auch im Alleingang machen. Da merkt man es mal wieder. Später kommen die ganzen Magier, wobei man natürlich hier schon reinschießen kann, mit dem Schweifschuss zum Beispiel. Kann man schon das eine oder andere mitnehmen. Generell, ich glaube, ich gehe dann mal wieder mit meinen Schützen hier entlang. Ist doch ganz cool. Ach ja, eine Sache, wenn wir schon dabei sind, das finde ich eigentlich auch ganz nett. Aber das habe ich nie gezeigt. Aber, Moment mal. Oh Gott, falscher Knopf. Ja. Moment. Ich kann euch nicht sehen. Ich glaube, kann es. Ja, ich muss später, glaube ich, in die Kampfansicht rein. Aber seht ihr da? Ja, ich glaube, man sieht es auch so auf der Karte. Seht ihr das? Da liegt doch jemand. Oder eher zwei Personen. Die andere sieht man gerade aber ganz schlecht. Das sind tatsächlich Sprites von also Flayne und Monica. Das sind halt 3D-Modelle. Die liegen da bei dem Tisch. Das finde ich eigentlich ganz nettes Detail. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Ich glaube, das fällt fast keinen auf. Aber da seht ihr Monica liegen.
Irgendwie witzig, oder? Er sieht später besser, wenn ich die Ansicht nehme, ne? Diese ganz, ganz nahe Ansicht. Ist aber auch egal. Wir werden das beim nächsten Mal reinstarten, das sollte klar sein. Aber ja, wir hatten dafür schon wieder schöne Supports. Jetzt hat er echt viel geschafft in dem Monat. Ich wollte eigentlich den B-Rang noch schaffen für den Dozenten. Aber es ist nicht weiter schlimm, weil wir haben jetzt Ferdinand rekrutiert und Raphael. Wir haben Lorenz rekrutiert, wir haben Lucy rekrutiert, wir haben Shamir rekrutiert. Und Catherine. Wow, es war ein sehr krasser Rekrutierungsmonat. Ich habe übrigens sogar Hilde auch schon auf B. Marianne dürfte bald nachfolgen. Das heißt, im nächsten Monat haben wir auf jeden Fall nochmal Rekrutierungen. Und ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht zu Charakteren, die ich so oder so, aufgrund dessen, dass ich halt Schütze nehme und so, noch rekrutieren können sollte, relativ problemlos. Also, und halt, ja, Autorität nimmt dann im Normalfall auch noch ziemlich viel mit Beiler, so oder so, und Charme. Das heißt, es gibt so ein paar Charaktere, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass man sie so oder so rekrutiert, wo ich quasi nicht extra Supports großartig aufbaue. Dann pushe ich vielleicht einmal kurz auf C und das war's, dann habe ich die gleich. Ne? Da gibt's auch noch so ein paar Kandidaten. Aber ja, ich werde in dem Run wirklich nahezu alles rekrutieren, so oder so. Ich weiß nicht, ob ich wirklich alles rekrutiere, was möglich ist, aber wir werden sehen, Leute. Ich meine, ist auch ganz cool, trotz allem. Manche ärgert's dann vielleicht, oh, dann wird das ja nicht so emotional, keine Ahnung, bei den Schlachten später. Auf der anderen Seite beschützt man sie mehr oder weniger andere. Und der Dimitri ist doch sowieso so ein totaler Idealist. Ich glaube, das passt eigentlich ganz gut, oder? Wenn ich bei den Löwen versuche, möglichst viel vorab schon rauszuziehen. Ich glaube, wir spielen das ganz im Sinne von Dimitri. Habe ich da nicht recht? Also bitte. Ich glaube, der würde das genauso machen. Der schafft sich dann seine Freunde und dann zieht er sie alle raus. Und bringt sie aus der Schussbahn. Ist doch gut, oder? So wird er da, glaube ich, ticken. Anyway, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Und dann geht's beim nächsten Mal los. Schauen wir mal. Ich meine, ja, ich werde wahrscheinlich keinen krassen Stundenpart mehr machen. Ich gucke, dass ich schön dazwischen cut. Das war jetzt wieder ein bisschen krass in letzter Zeit. Das Ganze ein paar Missionen. Da wollte ich unbedingt das durchziehen an einem Stück dann. Und ja, ja. Aber hier kann man, glaube ich, sowieso ganz gut dazwischen mal Pause machen. Wobei, gut, bei der, ja, die Mekla-Mission war dann trotzdem noch so lang, weil das dann in dieser Phase etc. Das ist aber generell eine der längsten Missionen im Spiel, finde ich. Einfach weil du so früh bist, du hast noch nicht viel Movement und, dann kommen da noch Ambush-Spawns und was weiß ich. Ja, ich habe das ja schon mal gesagt. Das ist nicht die schlechteste Map, aber der verdammt langwierige. Das muss man definitiv sagen. Egal, wir sind fertig, wie gesagt. Bis bald, Leute.